Immer wieder sonntags treffen sich gleichgesinnte, friedliche Menschen in der Natur rund um Freiburg, um in Kontakt zu treten, Erfahrungen auszutauschen, Pläne für die Zukunft zu schmieden oder einfach nur miteinander reden und musizieren. Am Ostersonntag fand in dieser Form das erste Volksfest im Rahmen eines Osterfestes mit Eiersuchen am Dietenbachsee statt. 300 Personen, teils ganze Familien mit Kindern, waren zu dieser Auftaktveranstaltung, zu der Malte Wendt, Mitorganisator und Anmelder der bisherigen Samstagsdemonstration, eingeladen hat. Auflagen gibt es ja jetzt keine mehr und deshalb darf ab jetzt auch wieder gegessen werden auf unserer Demo. Das war zuvor nur mit einem ärztlichen Attest möglich, aus welchem hervorging, dass man gelegentlich mal etwas essen muss. Zum Essen gab es auch am Dietenbachsee viele Leckereien. Vom gesunden Gemüse bis zum körnigen Biobrötchen. Beim Grillen wurde auch an die Veganer gedacht. In einer großen gusseisernen Pfanne wurden verschiedene Gemüsesorten angebraten. Und wer keine Kartoffeln wollte, der hatte Maultaschen zur Auswahl. Viele der Besucher brachten leckere Salate und Kuchen mit. Man sieht, für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Und wenn das Wetter mitmacht, dann wird am 1. Mai auch wieder ein Volksfest am Dietenbachsee stattfinden. Und eine Woche nach der am 7. Mai geplanten Demo wurde bereits die Opfinger Hütte von Freitag den 13. bis Sonntag den 15. Mai reserviert. Die Opfinger Hütte liegt südwestlich vom Freiburger Rieselfeld.